Mein Postmensch war mal wieder sehr fleißig bei mir. Ich habe eine neue CD bekommen, die drei Fragezeichen und der Knochenmann, Folge 223. Noch original verpackt, wie man sieht. Die drei Fragezeichen und der Knochenmann, Folge 223. Eine Frau verschwindet nach einem Erdbeben, plötzlich spurlos. Was ist mit ihr geschehen? Die drei Fragezeichen begeben sich auf eine gefährliche Suche. Die junge Schneiderin Maya erscheint nicht zur Arbeit am Commelot-Tentri. Justus, Peter und Bob haben den Verdacht, dass das Rätsel, das die Theaterleitung veranstaltet, etwas damit zu tun hat. Denn ein hohes Preisgeld ist zu gewinnen. Ist des Rätsels Lösung auch die Spur zu Maya? Die drei Detektive ermitteln, während erneut die Erde bebt. Wir haben hier 8 Kapitel. Die Erde bebt, verschwunden, Hänsel und Gretel, sonnige Zeitgenossen, bissige Spuren, die Katze, erdrückende Beweise, Romeo und Julia und Punkt, 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 Bob. Und da werden wir jetzt mal hineinschauen, mal gucken, wie die Folge von innen ist. So, haben wir denn hier schon einen Punkt zum Öffnen gefunden? Versuchen wir unser Glück. Messer ist schon dran. Muss nur noch scharf sein. So. Na. Einhändig nicht gerade einfach. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das alles hin. Oh, hier ist das vielleicht ein bisschen leichter. Da ist schon ein bisschen vorgeöffnet. So. Habt ihr die Folge schon gehört? Habt ihr da schon eine Meinung zu? Dann postet das gerne in die Kommentare, weil ihr seht, ich bin noch nicht so weit. Ich werde das dann wahrscheinlich nachholen. Vielleicht noch mit einem extra Video oder ich schreibe es drunter unter diesem Video, wie ich die Folge fand. Oder seid ihr eher diejenigen, die lieber Kassetten mögen? Ich mag ja lieber dann die CDs. So, schauen wir doch mal hinein. Oh ja, CD ist drin. Sollte es sein. So, wen haben wir denn alles? Wir haben den Erzähler Axel Mindenberg, Justus Jonas, Oliver Robeck, Peter Schauer, Jens Wareschek, Bob Andrews, Andreas Fröhlich, Tante Mathilda ist Caroline Beck, Onkel Titus, Erik Scheffler, Tripton ist Marco Steger, Boxi ist Renate Brettschneider, Harold ist Leonard Harnlich, George ist Robin Brausch, Roberta ist Pamela Butti, Evan der Prettyman ist Nicolas Böhm, Liam ist Stefan Brönnicke, Leinken ist Hans-Peter Groff, Maya, Manuela Eifrig und Heili ist Barbara Schnipper. Ihr wisst ja, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe, ich habe eine Wortfindungsstörung, seht mir bitte nach. Buch und Effekte André Mininger, Regie und Produktion Heikende Grüning, Redaktion Maike Müller, Titelmusik Simon Bertling und Christian Hartige. Oh, das wird immer kleiner, das kann ich schon bald nicht mehr lesen. Musik Jan Friedrich Konrad, Jens Peter Morgenstern und Patty Georg, Konstantin Stahlberg, Cover ist Illustration ist Olivia Christoph, Design Atelier Monesack. Basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleiter. Erschien im Kosmos Verlag Stuttgart. Ja. Basiert on Chanteris Country bei Robert Arthur. Mit freundlicher Genehmigung der Universität von Minningen. Die drei Fragezeichen 2023. Crunch Kosmos Verlag GmbH und Co. KG. Ja, okay. Mehr lese ich das nicht vor. Das wird immer kleiner. Ich kann es bald nicht mehr lesen. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Mit euren Augen. So. Dann schauen wir doch mal, wenn wir das mal mit einer Hand hier rauskriegen sollten. Liebevoll, Tobias. Sei liebevoll.
So. Schauen wir doch mal rein. Ah, okay, da ist gar nicht viel drin. Da sind quasi nur Produkte aufgelistet, die man sonst noch erwerben kann. Die neuen Bücher, die was rauskommen, die neuen Geschichten und vergangene Geschichten. Gut, die werden wir nochmal einzeln besprechen, wenn es denn soweit ist. Mehr kann ich jetzt in dem Fall jetzt nicht zu sagen, wie die Geschichte ist. Vielleicht ergänze ich das nochmal in ein extra Video oder ich schreibe es drunter. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß bei dem verregneten Wetter, eine Geschichte zu hören von den drei Fragezeichen. 30 Grad und im Freibad sitzen wäre mir natürlich auch sehr angenehm, aber so kann man sich die Zeit ja gut verbringen bei dem Wetter, wenn man eine neue Geschichte hört.